Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich wollte Ihnen das eigentlich live alles vortragen. Ich hatte mich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet für den 2. September 2019, und dann brach laufend die Leitung angeblich zusammen und deshalb hat es nicht funktioniert. Deshalb versuche ich es jetzt mit dieser Aufzeichnung, und Sie haben auch über die E-Mail, die ich Ihnen dazu sende, die Möglichkeit, die Folien als PDF-Datei herunterzuladen. So, lassen Sie uns jetzt starten. Wichtiger Hinweis: Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, nun habe ich zunächst erst einmal zwei organisatorische Mitteilungen oder Hinweise zu geben, und zwar zum Telefonieren. Außer am 2.3. und am 3.3. können Sie mich ja immer wochentags zwischen 9 und 10 Uhr erreichen. Warum am 2.3. und am 3.3. nicht? Am 2.9. und am 3.9. nicht. Das liegt daran, dass ich da noch im Ausland bin, beziehungsweise mich gerade im Flugzeug befinde. Denn ich habe, und ich habe auch diese Aufzeichnung jetzt, und der Versuch meines Live-Workshops war auch so, dass ich versucht habe, das von Tunesien aus zu tun. Ich bin hier zu einer Konferenz, wo ich mich daran beteilige, Menschen aus Tunesien und aus Libyen, die erkrankt sind, zu helfen. So, das also wochentags zwischen 9 und 10 Uhr immer, außer, wie gesagt, am 2.9. und 3.9. Sie müssen nicht verzweifelt immer wieder versuchen, mich anzurufen, wenn ich nicht herangehe, wenn Sie mich anrufen, sondern legen Sie einfach auf. Ich rufe Sie garantiert zurück, denn ich sehe das ja in der Liste der Anrufer, dass Sie angerufen haben. Seien Sie mir nicht böse, dass ich da in dem Moment nicht herangehen kann, denn dann führe ich gerade ein Telefonat mit einem anderen Anwender oder Anwenderin zu Agilcare und kann Sie erst zurückrufen, wenn ich das Telefonat beendet habe. Sie bekommen ja leider bei der modernen Technik keinen Besetzton. Und die empfohlene Telefonnummer ist 0171 811 3632. Das war die erste organisatorische Mitteilung, jetzt die zweite. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann man denn mit dem Suchen einigermaßen in der Software Agilcare umgehen? Und dazu gibt es die drei Informationen, die Sie vielleicht nicht wissen. Ich habe sie schon öfter im Workshop gebracht. Sie können diese Informationen auch nachlesen in Ihrer Gebrauchsanweisung. Drei Dinge also: Immer zuerst vor jeder Suche rechts oben die Taste Clear mit der Maus anklicken. Zweitens, wenn Sie eine Gruppe suchen und die ausgewählt haben über die Pfeile, das ist in dem Feld ganz links oben, dann müssen Sie bitte die ausgewählte Gruppe auch noch markieren, das heißt mit der Maus draufklicken, dann ist sie farblich unterlegt. Und schließlich drittens, wenn Sie irgendwo etwas eintragen, sei es im Quellencode-Index-Feld oder in dem Feld für Anwendungen, so beachten Sie, dass wir Groß-Kleinschreibung sensibel sind. Das bedeutet, gebe ich das Wort Kopf mit großem K zu Beginn ein, also Kopf mit großem Kaufmann zu Beginn, dann habe ich zum Beispiel Kopfschmerzen oder andere Dinge, die mit Kopf beginnen. Gebe ich das Wort Kopf jedoch mit kleinem K wie Kaufmann ein, dann finde ich zum Beispiel die Anwendung, die zum Kehlkopf genügt. Also diese drei Dinge: zuerst Clear, Gruppensuche, wenn ich sie nutzen will, auch markieren, und letzten Endes alle Eintragungen in beiden Feldern oben, nämlich in den Feldern Quellencode-Index bzw. im Feld Anwendungen, bitte die Groß-Kleinschreibung beachten. Ich habe eine Frage bekommen, wie das mit den Anwendungen für Tiere aussieht. Kann man denn alle Anwendungen auch auf die Tiere anwenden, oder ist es nur die eine einzige, die sich direkt auf Tiere zurzeit bezieht? Meine Antwort ist ganz klar: Wir haben keine Begrenzung auf bestimmte Anwendungen. Denn wie beim Menschen als auch bei dem Tier wenden wir unser Agilcare mit den elektromagnetischen Wellen auf die Parasiten, sowohl im Menschen als auch im Tier an. Deshalb keine Begrenzung. Wenn ich natürlich selbst eine Anwendung mache
Und dann kommt mein Haustier und möchte sich auf meinen Schoß setzen oder es legt sich ganz auf die Füße auf der Erde. Dann merken wir schon, dass die Tiere diese Anwendung mögen. Und wir sehen, dass sie sie quasi genießen, insoweit Tiere überhaupt etwas genießen können. Ganz klar, wenn sie die Anwendung, wenn sie die Parasiten kennen, auf die es ankommt, dann ist natürlich die Gruppe Parasiten direkt hochinteressant und sie können dort auch testen. Sie können ruhig testen, denn es wird keine unerwünschten Nebenwirkungen geben, wenn keine Energieübertragung stattfindet. Und es findet keine Energieübertragung statt zu den Parasiten, wenn die Parasiten nicht da sind. Also Sie können dort nichts falsch machen, sowohl bei Anwendungen der Parasiten im Menschen, als auch bei der Anwendung gegen die Parasiten in den Tieren. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausdrücken können und freue mich, wenn Sie das so machen können. Wenn nicht, melden Sie sich bei mir. Eine Frage zu Nasennebenhöhlenentzündungen. Dort ist ganz klar von mir gegen die beteiligten Parasiten bei einer Nasennebenhöhlenentzündung folgende Anwendung, die Anwendung A226, also Quellencode-Index A226 und Entzündungen lautet die Anwendungen. Bitte, bitte denken Sie an die Randbedingungen. Ich sage es nochmal in Kurzform. Zunächst Elektrolyte verbessern durch den Elektrolyttrank 20 bis 30 Minuten vorher. Während der Anwendung vollkommene Ruhe, damit durch das menschliche Gewebe die elektromagnetische Energie gut durchgeleitet werden kann. Das ist notwendig, denn wenn wir Ablenkungen haben, dann ist die Bandbreite nicht mehr da und die Durchleitung verschlechtert sich eventuell enorm. Und schließlich können Sie auch oder sollten Sie auch nach den Anwendungen oder irgendwann am Tag, und zwar an jedem Tag, sehr gut entgiften. Vorzugsweise sauberes Trinkwasser und Naturzeolit 10 Mikrometer. Eventuell optimieren Sie die Anwendung in Richtung Erfolg, wenn Sie sie am selben Tag wiederholen. Sie wissen, bei der Makuladegeneration bei mir selbst war es von ganz, ganz großer Bedeutung, einfach täglich über mehrere Wochen die Anwendung dreimal am Tag durchzuführen. Und dann hatte ich die zuständigen Parasiten, die beteiligten Parasiten bei der Makuladegeneration beseitigt und genieße sozusagen wieder gutes Sehen. Genauso kann es sein bei der Nebenhöhlenentzündung. Auch dort kann die Wiederholung von großer Bedeutung sein. Organisatorisch möchte ich auch sagen, dass wir auf der Seite, die eingeblendet ist, nämlich ulrich-mtc.de/download, dass wir dort für die Verbesserung, für die Optimierung eben die Rezepte finden für die Elektrolytverbesserung im menschlichen Gewebe. Wir finden dort auch erste Informationen zu Agilcare als Chance für die verbesserte Lebensqualität. Das können Sie auch herunterladen. Ich denke, ein sehr interessanter Text. Sie finden auch ganz klare und von mir über lange Zeit in Erfahrung gebrachte Optimierung für die Einnahme und damit Nutzung von Naturzeolit 10 Mikrometer. Das finden Sie auch auf der Seite, die oben angegeben ist, ulrich-mtc.de/download. Und schließlich bitte die Ruhe einhalten, damit die Bandbreite im menschlichen Gewebe gegeben ist. Das wären also die Dinge, mit denen wir Optimierung vornehmen können. Ja, Fragen sind jetzt, das tut mir leid, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich die Fragen, die hat meine Frau notiert, am 2.9., als die Live-Übertragung schiefgegangen ist, die werde ich sozusagen, so wie ich im Büro angekommen bin, übernehmen und in Form des Ihnen vielleicht schon bekannten Nachtrags zum Workshop Ihnen die Antworten, die ich dazu finde, dann möchte ich die Ihnen gern über den Weg gehen. Also noch einmal, Sie erfahren hier in der E-Mail, in der Sie den Link zu diesem Video finden, erfahren Sie, wie Sie die Slides als PDF herunterladen. Sie können hier dem Video folgen in der Aufzeichnung, leider nicht in der Form, wie ich es wünsche. Sie können also da keine Fragen stellen, sondern senden Sie die Fragen bitte an mich über das Ticketsystem zu finden auf meiner Seite ulrich-mtc, dort unter dem Menüpunkt Support. Und schließlich können Sie die PDFs herunterladen in dem Link, über den Link, den ich Ihnen in der E-Mail sende, worin auch der Link
zu diesem Video steht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bitte um Entschuldigung, dass es technisch nicht geklappt hat, überhaupt nicht gut geklappt hat dieses Mal. Aber ich bin nächste Woche und das dürfte dann der 9. sein, für Sie wieder verfügbar im Live-Chat. Und ansonsten wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen, wochentags zwischen 9 und 10 Uhr.